Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Hallo. Und Christian Alner. Verschnupfte Grüße. Heute geht es um Crowdfunding. Und das sind unsere festlichen Themen. Was ist Crowdfunding? Wie funktioniert Crowdfunding? Wir haben uns Crowd-Reporter Sebastian Esser geschnappt. Und mit ihm über die neue Crowdfunding-Plattform Steady gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge der Online-Geister. Online-Geister, Hausmeistereien. Wir haben Voice Message auf unserer Seite. Was ist das, Christian? Kleines Plugin für alle, die das interessiert. Ihr könnt uns jetzt auch Nachrichten, also gesprochene Nachrichten hinterlassen. Da haben wir auf der rechten Seite, wenn ihr auf onlinegeister.com geht, so ein kleines Plugin, einfach draufklicken, dann die Freigabe fürs Mikro erteilen, was aufnehmen und dann, wenn ihr möchtet, läuft das dann bei der nächsten Online-Geister-Sendung live. Wie eine Kommentarfunktion, nur halt dann tippt nicht, sondern man hinterlässt eine Sprachnachricht. Genau, man spart sich das ganze blöde Tippen und kann direkt drauf losquatschen. Vielleicht geben wir dann mal ein bisschen mehr Feedback. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Auch seit dem 1. Dezember sind wir bei selbstständiginmitteldeutschland.de, also selbstständig mit ae-in-mitteldeutschland.de kann man uns auch hören. Wir werden dazu einen kleinen Quick gemacht haben. Genau, zum Aufnahmezeitpunkt dann unter onlinegeister.com/quickie004 abhörbar, gleich als Info, die angekündigten Barcamp-Quickies zu digitalen Nomaden und Remote Working, die kommen noch. Wir haben jetzt gerade eher so ein bisschen auch krankheitsbedingt ein paar Ausfälle, also ist auf dem Schirm, wird kommen, definitiv spätestens Januar 2017. Weihnachten steht vor der Tür, nur noch 2 Tage zur Ausstrahlung, von Zeitpunkt der Ausstrahlung an. Fest des Gebens, Fest des Schenkens, Crowdfunding passt doch da wunderbar rein, aber bevor ihr uns und Radio Korax und wunderbaren Projekten auf Steady Patreon und so weiter etwas gebt, wollen wir euch auch etwas geben. Wir haben eine Weihnachtsverlosung. Genau. Und wir haben insgesamt 9 Preise zu verlosen. Und das läuft jetzt ganz, ganz simpel. Beantwortet einfach eine Frage. Was gefällt euch bei Online-Geistern am besten oder was gefällt euch nicht? Schreibt uns das kurz, das ist ja auch gleich wieder Feedback für uns, an unsere E-Mail-Adresse info@onlinegeister.com. Wir wollen einfach nur endlich mal Feedback haben. Das ist immer eine gute Möglichkeit, um Feedback zu bekommen. Aber was gibt es zu gewinnen? Tristan, hau raus. Wir haben ein Buch. Wir nennen es Wirklichkeit. Denkanstöße zur Netzkultur von Peter Kemper. Gesponsert vom Reklam Verlag. Vielen Dank an der Stelle. Dann gibt es das Goal Zero Power Pack Ladegerät mit USB-Anschluss, Taschenlampe von einem grünen Unternehmen bei uns aus der Region, vireo.de. Vielen Dank dafür. Dann haben wir einen Doppelband, der nennt sich Lustige Dialoge mitgehört von Axel Krohn und Sören Sieg. Darin sind die beiden Bücher Ich bin eine Dame, sie Arschloch und Ich habe dich rein optisch nicht verstanden. Das wurde von Weltbild gesponsert. Vielen Dank dafür. Wir haben als 4. Preis 2-mal das Haushaltsbuch 2017 eintragen, Überblick bewahren, sparen. Da ebenfalls danke an Weltbild. Und 4-mal die inoffizielle Online-Geist-Action-Figur von Playmobil. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, was müsst ihr dafür machen? Uns bis zum 31. Januar 2017 einfach eine E-Mail schicken, was gefällt euch an Online-Geistern oder eben was nicht. Jeder, der uns was schickt, der nimmt auch automatisch an dem Gewinnspiel teil. Wie gesagt, Einsendschluss 31. Januar, eine E-Mail an info@onlinegeister.com. Und das wäre das, dann würde ich sagen, widmen uns doch gleich mal unserem Interviewgast für heute. Sein Name ist Sebastian Esser, Jahrgang 1976, darf man bei Männern ja zumindest sagen. Arbeitete bei Frauen sagen. Ja, Höflichkeit. Arbeitete als Politik- und Medienredakteur, gründete 2 Journalismus-Startups. Das ist das, was auf seinem Crowd-Reporter-Profil steht. Einfach ganz kurz, Sebastian, hallo. Hi, danke für die Einladung. Freut uns. Bevor wir jetzt mit Sebastian groß ins Quatschen geraten, Tristan, du hast ja dich weihnachtlich eingestimmt. Erstmal noch was zum Zurücklehnen. Letztes Mal war wohl Persephone die Upward Explosion, die so klingt, wie sie heißt, etwas zu viel für ein paar Radiohörer. Und da haben wir jetzt gesagt, was Ruhiges am Klavier, entspannt, gießt euch einen heißen Tee ein, lehnt euch im Ohrensessel zurück, schaut euch das Schneetreiben draußen an, vielleicht hoffentlich Schneetreiben. Und von Coppelius hört ihr Sternenstaub. Das war Coppelius mit Sternenstaub. Am 29. in einer Woche sind sie im Lido in Berlin mit ihrem vorerst letzten Konzert vor der Kreativpause. Dort werde ich vermutlich sein. Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Ansonsten gibt es jetzt
Online-Geister. Thema der Sendung. Crowdfunding. Genau, dazu haben wir uns ja auch Sebastian Esser rangeschafft. Du bist ja, man könnte sagen, Crowdfunding-Experte. Du warst ja schon federführend bei den Crowd-Reportern mit dabei. Und jetzt startet ja oder ist ja eigentlich schon gestartet mit Steady, eine deutsche Crowdfunding-Plattform. Erstmal so als Grundlagendefinition, für die, die es jetzt nicht kennen, was ist eigentlich Crowdfunding? Sebastian, wie würdest du es definieren? Crowd, das ist eine Community im Internet. Das sind viele Leute, die sich zusammentun, und Funding ist, dass sie eben zusammenliegen, dass sie alle mit kleinen Beiträgen eine große Summe zusammenbringen können. Ja, das passt eigentlich auch. Also ich habe mal bei crowdfunding.de, es gibt ja für alles auch eine Branchenseite, da steht auch, mit Crowdfunding lassen sich Projekte, Produkte etc. finanzieren. Das Besondere ist, dass eine Vielzahl aller Menschen, diese Crowd eben, ein Projekt finanziell unterstützt und somit ermöglicht. Das ist die Kurzfassung. Tristan, ja, ich denke, das ist alles klar. Für mich ist alles klar. Ich habe das kennengelernt, als ich damals auf Kickstarter.com gestoßen bin, wo viele kleinere Entwickler, Videospielentwickler, ihre Spiele entwickeln wollten, weil kein Publisher sich gefunden hat, der dort Geld geben wollte, weil er meinte, nee, die Idee verkauft sich nicht. Und dann haben die sich gesagt, doch, die Idee verkauft sich, und sind ins Internet gegangen und haben gesagt, Leute, wenn ihr dieses Spiel haben wollt, dann gebt uns Geld und wir machen das Spiel am Ende. Banner Saga zum Beispiel habe ich darüber finanziert, habe da vor zwei Jahren schon mal einen Beitrag bei Radio Korax gemacht, vor über zwei Jahren. Schon eine ganze Weile her. Also die Idee ist jetzt nicht so neu, aber jetzt gibt es eben auch ein deutsches Projekt dazu. Und das ist ja eigentlich gleich schon schön angerissen, wie es eigentlich funktioniert. Das frühstücken wir schnell ab, denn wir haben ja Sebastian nicht ohne Grund hier sitzen. Aber wie funktioniert Crowdfunding an sich? Tristan hat es ja schon mal kurz erwähnt. Da habe ich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Beitrag von vor drei Jahren gefunden, der sich mit dem Thema Crowdfunding auseinandersetzt. Das kurz und knapp mal zusammenfasst. Wer eine Idee hat, stellt sie auf eine Internetplattform, gibt an, wie viel Geld er dafür benötigt. Wer die Idee gut findet, spendet dafür. Und indem viele Menschen kleinere Beträge geben, kommen so vergleichsweise große Summen zusammen. Punkt aus, fertig. Das ist eigentlich die gesamte Magie hinter Crowdfunding. Und dass es teilweise echt tolle Situationen hervorrufen kann. Ich habe da mal ein schönes Beispiel. Nach den Terroranschlägen in Nizza in Südfrankreich gab es unter dem Namen Hero of Nice für den sogenannten Heldin von Nizza, Frank, keine Ahnung, wie es jetzt auf Französisch ausgesprochen wird, der hat seinen Motorroller verloren während dieser Anschläge, als er sich dafür eingesetzt hat, dass eben nicht noch mehr Menschen sterben, also als engagierter Bürger. Und dann gab es eine Crowdfunding-Kampagne, ihm einen neuen Motorroller zu kaufen. Und das, muss ich sagen, war für mich so ein herzerwärmender Moment, als ich davon erfahren habe. Das ist nett, also vor allem, da ich das hauptsächlich kenne, um Produkte herzustellen. Also Stromberg hat ja den Kinofilm gemacht, seinen Stromberg-Kinofilm mit Crowdfunding. Leute lassen sich auf Patreon unterstützen, um ihre kreative Arbeit fortführen zu können. Da haben einfach Leute etwas Nettes getan für jemanden, für einen Helfer, für einen. Genau, und das kann man auch auf verschiedenen Plattformen tun. Gerade im englischsprachigen Raum ist der Patreon sehr bekannt, und jetzt im deutschsprachigen Raum schickt sich Steady an, zur Crowdfunding-Plattform zu werden. Und da haben wir jetzt mit Sebastian, einen der führenden Köpfe von Steady, auch zu Gast. Sebastian, gleich mal am Anfang die Frage, wie kamt ihr eigentlich auf die Idee zu Steady? Also was gab es da so einen Ursprungsmoment, oder kannst du das irgendwie zurückverfolgen, so die auf eine Idee? Ja, ihr habt ja erwähnt, dass ich Krautreporter mitgegründet habe und der Herausgeber bin bis heute. Und Krautreporter ist ein digitales Magazin, was auf Abos basiert. Das heißt, unsere ursprüngliche Finanzierung ist ein klassisches Crowdfunding. Wir haben gesagt, wir brauchen innerhalb von vier Wochen 15.000 Leute, die sich für ein Jahr verpflichten, uns zu abonnieren. Aber nach diesem einen Jahr ist es übergegangen in ein Abo-Modell. Und so funktioniert das bis heute ziemlich gut, aber es war ziemlich kompliziert aufzusetzen. Also wer Abonnements vertreiben will, also wer den Leuten die Möglichkeit geben will, sowas wie Online-Geister regelmäßig zu unterstützen, der hat in Deutschland keine Plattform. Da gibt es halt Patreon, das hat aber jede Menge Nachteile, funktioniert nicht so wirklich gut in Europa. Und wir wollen dieses Patreon-Prinzip, nämlich also regelmäßige Unterstützung, nicht nur einmalige Unterstützung, nach Europa bringen. Kann ich auch bestätigen. Also wir sind jetzt eine, ich glaube, ihr seid jetzt eine Alpha-Version bei Steady, oder? Wie war das? Ja, wir sind noch gar nicht so wirklich live. Es ist alles noch ein bisschen geheim, und insofern habt ihr hier ganz exklusive Einblicke in etwas, was es noch eigentlich gar nicht gibt offiziell. Premieren bei Online-Geistern.
Yes, deswegen sollte man uns hören. aber wir hatten ja schon mit dir recht viel zu tun, weil wir ja auch bei Steady zu finden sind. Damals kurzen Vergleich, also das läuft nach dem Schema, dass man da eine eigene Unterseite bekommt für unsere Hörer. Uns würde man jetzt unter onlinegeister.steadyhq wie Hauptquartier.com erreichen können. Und ich habe auch parallel Patreon für uns mit aufgezogen. Es gibt ja auch x weitere Flatter, Kickstarter, der Tristan ja schon genannt. Kann dich da Sebastian auf jeden Fall bestätigen. Patreon ist zwar auch eine nette Sache, gerade so wenn man im englischsprachigen Raum ist, hat man auf jeden Fall schon mal davon gehört, aber Benutzerfreundlichkeit könnte auf jeden Fall verbessert werden. Da war ich, auch wenn ihr gerade mal Alpha seid, das ist ja wirklich noch Prototyp-Version, muss ich sagen, fand ich schon echt toll, war auch angenehm mit euch zu arbeiten, das Ganze aufzuziehen. Insofern, die Krautreporte waren also auch so ein bisschen die Grundlage dann, dass Steady entstanden ist. Genau, da haben wir halt gelernt, dass es ziemlich schwierig ist, sowas aufzuziehen und dass man eigentlich nicht daran scheitert, dass es zu wenige Leute gibt, die das machen wollen oder auch zu wenige, die dafür bezahlen würden. Auch das stimmt nicht, sondern es scheitert an den kleinen Details. Also wer will sich zum Beispiel darum kümmern, für irgendwie 3 € im Monat jemandem eine Rechnung auszustellen? Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wenn ihr jetzt einen Unterstützer aus den Niederlanden hättet oder aus Frankreich, dass ihr dort die Mehrwertsteuer abführen müsstet und so. Und um diesen ganzen Krempel, der einem wirklich große Kopfschmerzen bereiten kann, kümmert sich eben Steady. Ihr seid Teil der Google News Initiative. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, dass wir von Google eine Menge Geld bekommen haben, um dieses Produkt zu entwickeln. Also Google gibt Leuten, die eine gute Idee haben, um die Medienbranche in Europa nach vorne zu bringen mit Innovationen, vor allem technologische Innovationen, Geld gerade. Warum Google das tut, das soll sich jeder selber eine Meinung drüber bilden, aber wir haben uns jedenfalls beworben und sind super froh, genommen worden zu sein und haben jetzt eben Geld, diese Software zu entwickeln und sind fast damit fertig. Also Anfang des Jahres geht es offiziell los. Ist das an Bedingungen geknüpft, dass ihr Geld von Google bekommt? Nö. Okay, also im Prinzip Sponsoring oder so stipendiumsartig quasi? Ja, genau so. Mhm. Okay. Gut, also Google ist dafür bekannt, dass die ja auch recht viel machen. Es gibt ja auch verschiedene Tochterunternehmen, die teilweise in alten Forschung, also wie kann man die Lebenszeit eines Menschen verlängern, das ist auch ein Google-Unternehmen. Also insofern, es wundert mich jetzt nicht extrem. Und ja, ich sag mal, da kann sich Google ja gleich ein bisschen positive PR darüber besorgen. Also insofern für euch auf jeden Fall super Sache, für Leute wie uns oder eben potenzielle Steady-Mitglieder, Steady-Unterstützer. Ja, auch erstmal eine schöne Sache, dass ihr überhaupt durch diese Finanzierung die Chance bekommen habt, das Ganze aufzuziehen. Aber das ist ja auch nur als Startfinanzierung genau zu sehen, richtig? Ja, absolut. Also da kommt jetzt nichts mehr nach. Ab jetzt sind wir erwachsen und müssen uns selber finanzieren. Da ist ja natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass sich so ein Unternehmen natürlich auch finanziell über Wasser hält. Und mit sowas wie Patreon, Kickstarter gibt es ja bereits Konkurrenzmodelle. Deswegen meine Frage, was hebt Steady eigentlich von anderen Plattformen wie Patreon und Co. ab? Na, ich möchte euch da mal ganz kurz widersprechen. Also Steady ist eigentlich kein klassisches Crowdfunding. Und so dieser Crowdfunding-Begriff, der ist auch so ein bisschen ausgelutscht inzwischen. Die meisten Leute haben jetzt halt schon zum 50. Mal irgend so eine Kampagne in ihrem Facebook-Stream gesehen und denken sich, meine Güte, kann ja nicht mehr jemanden anderen anzapfen und so. Also inzwischen hat Crowdfunding so ein bisschen so einen schalen Beigeschmack bekommen. Aber Steady unterscheidet sich eben auch durch die ganze Methode von sowas wie Kickstarter. Bei uns gibt es eben nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, wie das beim klassischen Crowdfunding auf sowas wie Startnext eben so ist. Das heißt, wir sagen nicht, wenn du bis dann und dann nicht so und so viel erreicht hast, kriegst du gar kein Geld, sondern bei uns geht es darum, dass es eine Kampagne ist, die eigentlich nie aufhört. Kann man Abo nennen, ist auch kein wahnsinnig positiv besetzter Begriff, aber es heißt auch einfach, jemanden regelmäßig zu unterstützen, damit er das weitermachen kann, was ihr gemeinsam gut findet. Und dieses Prinzip, das ist eigentlich ziemlich cool und das gibt's halt in Europa noch nicht. Bei Patreon habt ihr recht, da gibt's sowas schon, aber die sind halt in Europa nicht wirklich vorhanden, weil da wird nur in Dollar abgerechnet, Kreditkarten sind in Europa nicht so wirklich beliebt als Zahlungsmittel, eignen sich auch nicht so gut für Abonnementabrechnungen in Europa, weil die Kreditkarten ganz oft quasi nicht mehr belastet werden können. Und diese ganzen technischen Sonderfälle, die in Europa eben einfach da sind, um die kümmern wir uns. Und
der zweite große Unterschied ist, dass man Steady auch auf seiner Webseite einbetten kann. Ne? Also ihr müsst nicht auf die Plattform unbedingt kommen, um zu bezahlen, sondern ihr könnt es direkt auf eurer Webseite so ein Bubble einbinden, also ein kleines Plugin mit drei Zeilen Code. Und dann habt ihr sozusagen ein Abo-Payment-Funktion direkt auf eurer Seite. Das ist auf jeden Fall erstmal eine geile Sache. Ich hätte noch einen weiteren Punkt. Steady hat ja wahrscheinlich auch Server und alles in Europa, speziell in Deutschland vermutlich. Was Thema Datenschutz angeht, ist auch noch so eine Sache. Patreon als US-Dienst. Ja, das ist richtig. Würdest du sagen, es gibt noch was, das euch einzigartig macht im Vergleich zu anderen unterstützen? Oder warum sollte man über Steady jemanden unterstützen, wenn man einfach spenden könnte? Radio Korax, unser lieber Heimatsender, finanziert sich ja hauptsächlich durch Spenden. Also jede Spende an Korax ist eine Spende an uns im Prinzip auch. Warum sollte man jetzt über Steady jemanden unterstützen, wenn man ihm einfach direkt Geld geben könnte? Na, die Sache ist, dass es eben nicht viele Leute machen. Also ich weiß nicht, wie das mit Radio Korax ist, ob ihr zu viel Geld habt, aber nee. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr zu wenig Geld habt, wie das halt so ist. Ne? Und Steady ist dafür da, diesen Prozess einfach sehr einfach zu machen. Das heißt, es dauert nur 3 Klicks, bis man bezahlt hat. Es ist sehr transparent, warum man bezahlen sollte. Das heißt, wir bedienen uns schon an diesen Mechaniken des Crowdfundings. Das heißt, man sieht diesen Fortschrittsbalken, man kann sich Ziele setzen, es gibt verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Prämien als Gegenleistungen. Das alles dient dazu, die Leute zu überzeugen, kleine Summen regelmäßig zu zahlen. Und dieses Regelmäßige, das ist für ganz viele von meinen Journalistenkollegen, aber auch für YouTuber, Podcaster eben, Newsletter-Versender, aber auch Musiker oder Open-Source-Coder, das ist das, was toll ist daran, dass man sich halt darauf verlassen kann. Bei einem Crowdfunding ist es ja so, man sammelt einmal im besten Fall einen Haufen Geld und das geht dann gut oder auch nicht. Aber im nächsten Monat muss man dann im Grunde von vorne anfangen und so oft kann man das eben nicht machen in seinem Leben. Okay, also kann man sagen, dass Steady auf jeden Fall erstmal eine Struktur bietet für Leute, die es vielleicht auch einfach nicht die Zeit haben, da großartig was aufzusetzen oder wo vielleicht auch hier und da das Vertrauen fehlt. Also ich meine, ich wäre da schon ein bisschen vorsichtig, wenn ich jetzt von irgendjemanden, wo ich vielleicht mal ein paar tolle Lieder gehört habe, aber der jetzt gleich sagt, hier sind meine Kontodaten, kannst mir was schicken, sehe ich ein bisschen schwierig, gerade auch sagen wir, für den Otto-Normaldeutschen zum Beispiel, die da auch immer noch ein bisschen Bedenken haben, was sowas angeht. Aber du, Sebastian, kannst du uns auch mal ein paar Zahlen und Fakten jetzt zu Steady geben? Wir haben jetzt recht über das Konzept geredet. Vielleicht mal so ein bisschen, wie groß ist Steady, also sprich, wie viele Nutzer habt ihr bereits jetzt in eurem aktuellen Stadium? Also wie gesagt, wir sind noch gar nicht live offiziell. Wir haben jetzt, ich glaube, 8 Beta-Tester. Ja, wir haben aber jetzt schon über 1000 Euro Umsatz gemacht, einer unserer Beta-Tester. Ich will da gar nicht so viel sagen, aber der macht schon über 800 Euro Umsatz. Das heißt, das Ganze funktioniert. Es zeigt sich aber auch, dass es eben nicht reicht, ein Projekt einfach draufzustellen und dann mal abzuwarten, dass die Kohle reinkommt, sondern es ist einfach ein Tool. Ne? Also ihr müsst die Leute selber dahin schicken, wenn ihr so ein Steady-Projekt habt. Das ist ein Vermarktungswerkzeug, aber ihr müsst natürlich das schon selber vermarkten. Ne? Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Anzahl an Leuten, die die Seite besuchen und die dann wirklich zahlen. Das sind natürlich dann nur ein Bruchteil von denen. Aber je mehr Leute auf die Seite kommen, desto mehr bleibt am Ende übrig. Und das bedeutet auch erstmal, dass man die Leute auf die Seite bringen muss. Und da kann sich natürlich nicht Steady drum kümmern, denn zum Beispiel eure Hörer oder quasi die Fans von einem Musiker oder so, zu denen habt ihr ja den direkten Kontakt. Und wir sind sozusagen nur das Tool, um das möglichst einfach und reibungslos abzuwickeln. Wie groß ist denn euer Team und was macht da jeder Einzelne? Also wir haben ein Team von 2 Entwicklern. Dann gibt es noch den Philipp, den Geschäftsführer. Gabriel, das ist der Marketing- und Kommunikationsmann. Ich bin der Produktmanager. Dann gibt es noch den Designer Thomas und noch eine Designerin Sarah. Dann haben wir noch eine Mitarbeiterin für Verwaltung. Ja, da kommt schon so einiges zusammen bei so einem kleinen Startup. Da braucht man schon auch ordentlich Mittel, damit das Ganze professionell funktionieren kann. Also schon ein kleines, richtiges Unternehmen, nicht einfach nur so ein oder zwei Mann-Projekt, sondern schon ein Büro voll Leute. Ja, absolut, ja, genau. Also wir haben da Großes vor und
denke, das kriegen wir auch hin. Das sieht im Moment ganz gut aus. Okay, das klingt doch schon mal echt super. Das ist jetzt, also auch, es ist ja nicht nur ein kleines Garagenprojekt oder so, sondern eben richtig toll aufgesetzt. Ihr sitzt in Berlin, richtig? Ja. Also auch sitzt in der Hauptstadt, richtiges Büro, großes Team. Inzwischen zwar jetzt so halb öffentlich, aber 8 Nutzer und teilweise 1.000 Euro als Umsatz, ist ja schon im Verhältnis nicht schlecht, gerade wenn das Ganze dann auch noch weiter wächst. Ja, wachsen tut auch das Silence-Magazin, das ich letztes Mal schon erwähnt habe, das sich auch über Patreon, glaube ich, finanziert, also der amerikanische Steady-Konkurrent. Und da habe ich letztens gelesen von Project Thunderbolt, eine Heavy-Metal-Band, die ihr erstes Album auf Kickstarter finanziert hat. Da hören wir doch gleich mal kurz rein in Among the Dead. Das waren Project Thunderbolt mit Among the Dead, was über Crowdfunding finanziert werden konnte und die Macht des Geldes, der Masse, darum geht es auch hier. Wir haben Sebastian von Steady immer noch hier. Was kostet mich denn Steady als Publisher? Wir Online-Geister bieten uns da an und Leute können von 2 Euro bis 500 Euro bis 1000 Euro bis wohin gehen wir, Christian, können uns Geld geben. Wie viel bleibt dann am Ende bei uns übrig? Also wir ziehen euch zwei Sachen ab. Das eine sind die Zahlungskosten. Also zum Beispiel, wenn jemand mit PayPal bezahlt, dann kostet das erstmal 39 Cent oder sowas in der Richtung PayPal-Gebühren. Kann man alles ganz genau nachgucken. Das ist natürlich relativ viel, vor allem wenn die Summe niedrig ist, ne? Also wenn euch jemand nur 1 Euro gibt und 30, 35 Cent direkt Zahlungsgebühren sind, ist das natürlich doof. Das zweite ist, was runtergeht, sind die Mehrwertsteuern. Und das dritte ist eine Steady-Gebühr. Also wir kriegen auch nochmal 5% von eurem Anteil. Das heißt, wenn da 5 Euro steht, dann bekommt ihr wahrscheinlich sowas wie 4 Euro. Okay, dann haben wir aber erstmal einen entsprechenden Wert. Darüber finanziert ihr euch dann auch über diese Gebühren. Genau. Okay, ja. Ansonsten habe ich jetzt keine versteckten weiteren Kosten oder sonst was für einen Spaß, was man bei manchen Projekten ja hier und da auch mit hat. Nee, das gibt keine zusätzlichen Kosten. Okay, also das ist ja eigentlich auch das Schöne. Ich muss nur Geld zahlen, wenn ich Geld kriege. Ist doch auch mal was. Genau, also es gibt eigentlich kein Risiko, das auszuprobieren. Und auch ganz viele Leute, wir wissen es jetzt natürlich noch nicht aus eigener Erfahrung, aber wir wissen es sehr gut von Patreon, haben eben auch nicht unfassbar hohe Umsätze. Die haben halt eine kleine Fanbase, die haben halt eine kleine Community irgendwo online oder eben in einem Podcast oder so. Und da kommen dann vielleicht 50 oder 100 Euro im Monat rum. Aber das erlaubt einem dann eben einen halben Tag da zu investieren oder einen Tag. Und wenn es mehr wird, dann kann man das so langsam wachsen. Und dann hat man nicht so diesen Stress von so einem großen Crowdfunding, wo dann eben auch, wie gesagt, irgendwann das Geld sowieso alle ist. Okay, Sebastian, wir sind ja inzwischen auch bei Steady, onlinegeister.steadyhq.com. Mich würde jetzt vor allem interessieren, wenn ich hier schon mal einen dafür in den Köpfen da habe, wie sollte unsere Steady-Seite eigentlich optimal aussehen? Was können wir verbessern, damit wir für unsere Unterstützer einfach sexy rüberkommen? Naja, also das Wichtigste ist, dass ihr euch in eure Unterstützer reinversetzt. Das heißt, wenn euch jemand regelmäßig hört, im Radio oder eben als Podcast, dann müsst ihr euch fragen, warum würde der euch Geld geben? Und da ist Transparenz, so wie immer beim Crowdfunding, halt ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr vorrechnen könnt, dass das Ganze eben auch ein paar Euro kostet, und zwar nicht eure Zeit, sondern auch Equipment oder andere Kosten, die ihr eben habt, dann ist es gut, weil das sehen die Leute ein, dass wenn man quasi was umsonst haben will, dann muss das Geld irgendwo herkommen, ne? Und wenn's und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das auch nicht ewig so weitergehen. Das heißt, wenn man gute Argumente hat, warum ein kleiner Betrag einen großen Unterschied machen kann, dann ist es gut. Ihr könntet zum Beispiel sagen, wir machen jetzt doppelt so viele Sendungen, wenn wir diese und jene Summe bis da und dann erreichen. Ist sogar perspektivisch mit drin. Also momentan haben wir den Stand, wenn wir 12,4 Euro Unterstützer im Jahr hätten, dann hätten wir zum Beispiel schon unsere Serverkosten mit rein, könnten beispielsweise auch unsere Intro-Sprecherin mal vergüten. Die gute Frau ist immer so lieb und spricht uns da Sachen ein. Und kriegt liebe nette Lydia, danke nochmal dafür. Ja, dafür und zum Beispiel auch Gäste wie dich, wie andere Leute, wir hatten ja auch Ralf Ruth im Interview und sonst was, dass wir denen auch was Gutes tun können, dass nicht nur da reinbuttern, mindestens mit ihrer eigenen Zeit, sondern dass wir da halt auch einfach mal was zurückgeben können. Jetzt will ich aber noch was hinzufügen, nämlich der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass die Idee, die ihr habt, dass die einfach überzeugend sein muss. Und je emotionaler und persönlicher die ist, desto besser. Also wenn ihr es schafft, einen ganz persönlichen, emotionalen Verbindung zu euren Hörern aufzubauen, oder wenn die schon da ist,
dann könnt ihr die eben auch bitten, euch zu unterstützen, weil die fühlen sich dann als Teil eines Teams, als Teil einer Community, die wissen, was ihr macht, was ihr gemeinsam macht sozusagen, und dann sind sie auch bereit, sich da zu beteiligen. Und an der Stelle wird dann Geld zu so einer Art Kommunikationsmedium und nicht quasi ein kapitalistisches System, um Waren auszutauschen, sondern mit diesen 2 Euro im Monat sagt man dann, ich will, dass es Online-Geister gibt. Also der Betrag als Unterstützungswille. Genau, also diese Verbindung, diese besondere Beziehung zu euren Zuhörern, das ist im Grunde die wichtigste Voraussetzung. Okay, das auch direkt als allgemeiner Tipp für alle, die sich bei Steady aktiv geben möchten. Also generell wichtig, persönliche Beziehungen aufbauen, Community aufbauen, was man ja generell auch im Online-Bereich häufiger mal hört. Absolut, ja, also ohne geht's quasi nicht. Ne? Also wenn es niemandem wichtig ist, was man macht, dann wird es natürlich auch sehr schwierig sein, dafür Geld zu bekommen. Mhm. Ihr sagt ja auch direkt bei euch auf der Seite, etwa 95% deiner Leser, Zuhörer oder Zuschauer werden dir kein Geld geben, mindestens 5% aber werden es tun, wenn du sie richtig ansprichst. Deswegen also auch die richtige Ansprache, also sprich eine persönliche Bindung dann einfach aufbauen mit den Leuten. So habe ich das ja jetzt verstanden. Ja, genau. Und das heißt aber eben auch, dass ihr müsst wirklich mindestens 100 Leute auf eure Seite schicken, damit 5 Leute auch bezahlen. Und 100 Leute, das klingt jetzt wenig, aber es ist gar nicht so wenig. Also gerade bei so einem Audioformat wie eurem, da sind die Leute meistens nicht am Computer, sondern, weiß ich nicht, sind am Kochen, beim Bügeln, beim Autofahren, beim Joggen oder irgendwie so. Und bis sie dann wieder am Computer sitzen, haben sie es längst vergessen. Ja, wir haben auch bei uns festgestellt, wir haben etwa 50% mobile Nutzer, deswegen vielleicht auch gleich mal zwischengeschobene Frage, soll es euch auch als App oder sowas geben? Als App nicht, aber es funktioniert alles wunderbar mobil. Also ihr könnt auch mobil bezahlen, ohne dass es ein großer Krampf ist. Es geht auch heute schon. Könnt ihr ja gleich mal ausprobieren. Gucken wir gleich mal nach. Dann sind wir auch gleich bei der Nutzerseite. Was bringt mir Steady als Unterstützer? Das ist eben schon kurz angesprochen. Gibt es da mehr, was man hat, wenn man auf Steady ist, als Geber? Zum einen bringt es, oder am wichtigsten ist natürlich das, was das Projekt selber verspricht. Ne? Also ihr habt ja, glaube ich, auf eurer Seite auch Gegenleistungen, die man bekommt, wenn man euch unterstützt. Ich habe es jetzt gar nicht mehr vor Augen, aber wisst ihr das jetzt nochmal? Ja, also dass wir Gewinnspielteilnahme haben. Die Leute dürfen Musikvorschläge machen und dann suche ich ja noch die Lieder aus, die möglichst zum Thema passen sollten, zur Jahreszeit. Da gibt es auch geteilte Meinungen. Da gibt es auch geteilte Meinungen. Genau. Oder die können unser Skript sich angucken, die Fragen, die wir aufgeschrieben haben, die wir dir stellen, dass die da direkt reingucken können in unseren kreativen Prozess, wie seine Sendung aufgebaut wird. Oder am Ende die höheren Beträge, die können zu uns ins Studio kommen, eine Sendung mitmoderieren, wenn sie Lust dazu haben, oder zumindest angucken, wie das von Anfang bis Ende entsteht, was ihr am Ende dann auf den Kopfhörern beim Joggen zum Beispiel hören könnt. Unvergleichbar. Ja, also für mich klingt das schon mal nach einem super Angebot. Ne? Also ihr habt ja jetzt noch nicht viele Unterstützer, das heißt, die Chance, was zu gewinnen, ist riesig. Dann darf man sich noch die Musik wünschen oder sogar mitmoderieren. Also wenn ich jetzt einer eurer Hörer wäre, dann würde ich jetzt sofort 2 Euro in den Topf werfen. Du könntest ja ein Hörer werden und 2 Euro in den Topf werfen. Stimmt, habt ihr recht. Ja, mache ich auch vielleicht noch. Aber ich sag mal so, bei 8 Leuten, die bislang aktiv sind, also wir haben ja auf jeden Fall schon einen Unterstützer bislang bekommen. Das war witzigerweise auch am Mittwochabend, habe ich das alles fertig gemacht. Am Donnerstagmorgen kriege ich eine E-Mail-Info. Ja, der Herr unterstützt euch jetzt bei Steady. Ja, geil. Das ist gerade mal nach einer Nacht. Ja, das ist auch das Coole. Das ist dann immer auch für euch als Publisher ist das dann so ein Kaching-Moment. Ne? Ja. Also das ist schon super, wenn dann so wenn die Leute einfach was zurückgeben. Ne? Ja, weil oft ist es ja so, gerade so im Radio oder halt im Audiomedium, dass man einfach so in die Welt, in den Äther, ins Universum hinaus redet und gar nicht weiß, wo das denn ankommt. Und für eure Hörer ist es eine Möglichkeit, euch zu sagen, dass sie da sind und dass sie es gut finden, was ihr macht. Ja, das ist auf einmal ein krasser, krasser Motivationsschub. Also vielen Dank an die eine Person, du weißt, wer gemeint ist. Wir lieben dich. Danke. Wir lieben alle anderen Hörer natürlich auch, aber dich ganz besonders. Nein, aber einfach so als Ausdruck. Ja, aber also ich meine, wo ihr so konkret fragt, ich würde euch wirklich empfehlen, das einfach dreimal in der Sendung zu erklären und zu sagen, weil ihr macht das ja, wenn ich es richtig verstehe, jetzt nicht, weil ihr dafür total viel Geld bekommt, sondern weil es euch Spaß macht. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Sache gemacht, weil ich viel Geld dafür bekommen habe. Ja, das ist ja vor allem in den Medien halt so.
das aber persönlichen deswegen Ehrgeiz. Sehe ich auch überhaupt kein Problem damit, darauf hinzuweisen und den Leuten die Möglichkeit geben, was zurückzugeben. Ja, deswegen würde ich sagen, das vielleicht als schöner Schluss an der Stelle. Ansonsten, Sebastian, ihr seid jetzt noch in einer sehr, sehr frühen Alpha-Phase. Was plant ihr eigentlich noch für Erweiterungen in absehbarer Zeit? Also wir wollen uns darum kümmern, dass ihr als Publisher, also ihr Online-Geister, sage ich jetzt mal, als euch als Beispiel nehmt, dass ihr möglichst gut wisst, wie ihr euch vermarkten könnt. Ja? Also wir wollen einfach nicht nur dafür sorgen, dass ihr das alles abwickeln könnt, dass ihr rechtskonforme Rechnungen ausstellt und so weiter und so fort, sondern dass ihr eben auch wisst, wer die Leute sind, die zu euch kommen, welche davon bezahlen, was ihr eventuell unternehmen könnt, um mehr Leute zum Bezahlen zu bringen und solche Dinge. Das heißt, wir kümmern uns nicht nur um die Konvertierung von Hörern in zahlende Hörer, um das Management der zahlenden Hörer, sondern auch um das Wachstum. Und auch ein bisschen Betreuung und in der Art. Wo kann man euch dann überall finden? Also auf der Seite steadyhq.com natürlich. Wo noch? Das Übliche, würde ich sagen. Also ihr findet uns auch bei Facebook, bei Twitter und einen Medium-Blog haben wir. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne anrufen. Also wir suchen tatsächlich jetzt gerade noch so ein paar Beta-Tester, ohne dass wir da jetzt krampfhaft nachsuchen, weil wir, wie gesagt, da noch an ein paar Stellen schrauben, habt ihr möglicherweise auch mitbekommen. Aber wer das jetzt unbedingt ausprobieren will, der darf sich gerne bei mir melden und mir eine E-Mail schreiben an sebastian@steadyhq.com. Okay, nochmal kurz wiederholt für unsere Hörer, sebastian@steadyhq.com. Genau. Wunderbar, dann kommt zum gegen Ende der Sendung ein Lied, das sich Christian mal gewünscht hat, ausnahmsweise. Ja. Das ist vermutlich das mit Abstand bekannteste, das wir je in der Sendung hatten, von Israel Kamakawi Ole, wo Ole ist, tut mir leid, Somewhere Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow in der bekannten Fassung vom Hawaiianer Israel Kamakawi Ole, der leider viel zu früh, vor jetzt fast 20 Jahren, von uns gegangen ist. Und dann sind wir Online-Geister. Feedback. Beim Feedback. Noch haben wir keine Leserbriefe. Das wird sich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen ändern. Mit dem Gewinnspiel, da gab es eigentlich immer gute Reaktionen drauf. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns so einfach mal kontaktiert. Sagt uns, was ihr von uns haltet. Findet ihr uns toll? Nicht? Gebt uns eure Meinung. Wir lesen das auf jeden Fall. Sind auch bei iTunes, freuen uns da ebenfalls über Kommentare, ganz besonders auch Bewertungen. Und wir haben ja jetzt auch den Voice Messenger auf unserer Internetseite. Genau. Falls ihr nicht tippen wollt, sondern lieber reden wollt, draufklicken und sagt uns eure Meinung. Ihr könnt uns auch Regieanweisungen da lassen, wenn ihr wollt, dass es auf eine bestimmte Art und Weise mit Dracula-Stimme vielleicht kommt. Machen wir auch mit. Ansonsten, wir freuen uns generell gegen Steady-Belohnung. Vielleicht auch das kann ich ja mit einbringen. Ansonsten, wir freuen uns über jede Unterstützung. Spenden an uns unter onlinegeister.com/spenden. Da habt ihr eine Übersicht auch mit Steady. Und spenden auch bitte an Radio Korax. Er kann alles vertragen, was er bekommt. Der Sender radiokorax.de/spenden. Ansonsten von unserer Seite ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Sebastian. Wie kann man euch vielleicht was Gutes tun? Och, ich bin im Moment ganz zufrieden. Das ist nett, dass ihr fragt. Man kann ein eigenes Projekt starten. Also das würde mich freuen. Wie gesagt, ich bin ja auch noch Krautreporter-Herausgeber. Man kann gerne Krautreporter-Mitglied werden. Das ist eine Sache, da hat man auch selber was von. Und ansonsten kann man sich's einfach gut gehen lassen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das sind doch eigentlich sehr nette abschließende Worte. Ansonsten alle Links zur Sendung, zu dieser Sendung findet ihr auch online unter onlinegeister.com/Folge 007. Zu uns beiden, Tristan, gibt es immer bei Twitter unter RealDrazen. Genau, und bei YouTube bei Drazen spielt. Und Christian auf schrift-architekt.de. Genau. Und Sebastian unter anderem bei Kraut wie Sauerkraut, krautreporter.de und bei Steady unter steadyhq wie Headquarter, steadyhq.com. Richtig. Sebastian, nochmal vielen, vielen Dank. Das und auch. Viel Glück. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's für heute. Christian hat mich sehr gefreut. Nach dem Outro noch eine kurze Weihnachtsansprache von Knorkator. Christian hat mich auch gefreut. Wir hören uns. Und im nächsten Jahr geht's um Datenschutz im Neuland. Bis dahin. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR.
Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.